Ja, direkt noch ein Teil zu Lage von drei Ebenen. Ich hau das natürlich in die Playlist Ebenen in der Vektorgeometrie. Ich kann natürlich auch alle drei Ebenen, ich mache die nur so deutlich, damit man die drei Ebenen dann unterscheiden kann. Können natürlich alle identisch sein, da könnte ich auch aus dem Video davor die Geschichte nehmen. Dann haben wir zum Beispiel alle gleich oder ich nehme ein Vielfaches, das mal zwei alles. Dann habe ich das da stehen. Wenn man das einmal optisch drauf hat, dann kommt man auch mit dem Rechnerischen relativ entspannt klar. Ich könnte jetzt hier sagen, jetzt nehme ich mir bei allen dreien, die gleich sind, wiederum eine und kippe sie irgendwie. Ich nehme jetzt mal die hier und mache irgendwie so was seitgekipptes. Dann haben wir hier zwei, die identisch sind. Und nicht parallel. Und eine schneidet dann die eine in der Schnittgeraden und die anderen, sondern zwei, die wirklich identisch oder deckungsgleich sind. Und die eine, die dann jeweils die Ebene und auch die andere in einer Schnittgeraden dann entsprechend schneidet. Ja, wie gesagt, ich kann nur noch mal erwähnen, wenn man das optisch auch drauf hat, dann kommt man da relativ gut durch. Und dann könnte man auch sagen, ich vergleiche dann einzelnerweise, also die beiden und die beiden und kann dann interpretieren. Da habt ihr dann wieder viele Möglichkeiten, viele Wege führen dann nach oben.